für diese schönen Grußworte, hat mich gefreut. Jetzt haben wir, ich wollte noch kurz einen Zwischenruf machen, weil der nette Herr, der mich am Anfang angesprochen hatte wegen des Videos, ob er mich noch mal kurz bei mir melden könnte, und dann gebe ich das Mikrofon weiter an die nächste Wortmeldung. Ja, hallo, ich bin Mensch und ich heiße Meta. Und da heute Matthias nicht da ist und irgendwie diese positive Vibe fehlt, wollte ich einfach mal etwas sagen zu einem ganz tollen Wochenende. Ich war auf dem Anastasia Festival und wir haben heute das Thema Staatsformen und Lösungen. Ja, da liegt schon eine vor und schon seit 15 Jahren. Die ist in Russland, wird sie schon vor ausprobiert und funktioniert prima. Ich rede jetzt nicht von Putin, ich rede jetzt von einer kleinen Gesellschaft, die sich aufmacht. Eine Familie hat 1 Hektar Land und versorgt sich selbst. Und sie kann sich dadurch auch selbst versorgen. Die Anleitung steht in den Büchern von Anastasia, 10 Bände sind das. Auch alles andere, was jetzt hier so passiert, wird ganz toll beschrieben. Soll keine Werbung sein, ich bin einfach auch nur ein Leser. Und ich, wie gesagt, auf diesem Festival habe ich ganz viele Leute gesehen, die ebenfalls für den Frieden stehen, die keinen Bock mehr auf dieses System haben, die Schritt für Schritt damit aussteigen. Sie versorgen sich selber. Und das ist eine ganz tolle Sache. Das wollte ich gesagt haben. Danke. Wer mich nicht kennt, ich heiße Alexander, bin 52 Jahre alt, Russlanddeutscher. Und das Thema Russland nehme ich zu Herzen, deswegen möchte ich jetzt das sagen. Ich kam am Samstag aus Berlin, habe da Kunst gemacht, einen Monat bei Tipiland. Und überall in Berlin habe ich solche Plakate gesehen. Ich kann das kurz beschreiben, weil das klein ist. Nie wieder Krieg, Frieden mit Russland. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich geweint. Habe gedacht, nur endlich mal hat man verstanden, dass der Russe wirklich nicht so böse ist, was man hier immer so vorspielt. Danke, ich kann das einschätzen. Ich habe 30 Jahre in Russland gelebt und 22 Jahre in Deutschland. Insgesamt 52. So. Und dann habe ich über meine Gefühle meinen Freunden erzählt. Und die haben mir gesagt, Alex, wir haben was anderes gesehen. Wir haben was anderes gesehen. Zum Beispiel, nie wieder Frieden mit Russland. Ja, und das ist es ja so. Unsere Wahrnehmung ist auf schwarz-weiße Schrift konzipiert oder trainiert. Alle Bücher und sowas. Und Krieg ist rot geschrieben. Steht kein Punkt, keine Auszeichnung und sowas. So sieht das aus, schwarz-weiß. Nie wieder Frieden mit Russland. Und liegt ein toter deutscher Soldat, verschossen im Brandenburger Tor. Dann wurde ich misstrauisch, ich wollte recherchieren, dann habe ich Redaktion von Zeitschrift Hintergrund besucht. Steht hier unten. Die haben gesagt, wir waren das nicht. Dann haben die mir eine Adresse gegeben, Rochstraße 3, Antikriegscafé. Und wissen Sie was? Wer diese Café leitet? Ein Amerikaner, der 20 Jahre in Berlin lebt. War für mich ganz klar gleich, wer dahinter steckt. CIA. Die wollen wieder einen guten europäischen Krieg, damit wir uns wieder abschlachten gegenseitig, ja? Und die sitzen über den Teich, rauchen ihre Zigarre, trinken Whisky und tanzen Rock'n'Roll, ja? Das war schon mal. Das kennen wir alle, ja? So. Deswegen, Leute, ich wollte nur sagen, dass bleibt bitte wachsam. Guckt drum herum, was alles so passiert und was uns gezeigt wird. Wir werden ständig mit falschen Programmen bombardiert, ja, die uns zu Feinden machen. Das ist alles Lügen. Wir sind in Wirklichkeit Bruder und Schwester. Und unsere Zukunft, neue kosmische Zeitalter von Wassermann, sieht so aus. Keine Politik, keine Grenzen. Kein Geld, nur Umtausch und absolute Liebe. Unsere Rettung ist Rückkehr zu unserem Ursprung, zum Garten Eden. Das haben wir von vorne angehabt. Dann hat man uns durch falsche Erziehung, Religionen, Glauben in die Irre geführt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Die Erde ist krank. Die kann nicht mehr.
Und wir müssen uns endlich mal bekennen, dass wir Naturmenschen sind, dass wir zur Natur gehören, ins Wald gehen, zum Lagerfeuer. Ja, Liebe, Leben, alles geben. Dankeschön. Hallo, ich bin Sven und ich wollte mal vielleicht etwas Nachdenkliches für euch mitbringen. Ich habe ein Interview gelesen mit Marshall B. Rosenberg, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und der hat ein Interview gegeben und in dem Interview stand was ganz Interessantes. Er hat nämlich gesagt, es gibt zwei Arten von Aktivisten. Und die eine Art von Aktivist, der geht es um die Sache. Und das sind auch meistens die Leute, die dann irgendwann in die Institutionen gehen und dann für diese Sache, für das Ziel arbeiten. Und die andere Hälfte, das sind Leute, die sich auch für die Sache interessieren, aber in zweiter Linie erst für die Gruppendynamik interessieren und die sich halt freuen, dass sie halt Gemeinschaft haben und dass sie sich abgrenzen können von den Bösen, die Schweine, die machen das alles falsch und wir sind hier die Guten, wir haben jetzt hier die guten Ideen, wir machen hier alles richtig. Und ich wollte vielleicht einfach mal, weil ich habe nämlich auch sehr viel darüber nachgedacht, das mit euch vielleicht mal in die Hand geben, dass ihr vielleicht auch darüber nachdenkt, was für Aktivisten sind wir eigentlich? Also wollen wir was ändern oder wollen wir uns gut fühlen, weil wir sicher sind, dass wir hier die Guten sind? Das. Moin Schöpfung. Ich stehe hier als sich relativ selbstbewusstes, lebendiges Wesen und wünsche, dass alles andere innerhalb und außerhalb von mir die Dinge erfahren darf, die es erfahren werden möchte. Und dass der Körper und jeder Körper als heilig angesehen wird, weil es gibt nichts Unheiliges. Und um darauf mal ganz kurz näher einzugehen, ist für mich Politik, wenn sich zwei bewusste Wesen sich begegnen, entsteht Politik. Und eine Stimme hat man, um sie erklingen zu lassen. Und ich wünsche, dass alle Wesen das hervorbringen möchten, was sie aus sich herausbringen oder zitieren, weil sie es gut finden. Und nicht als Doc oder Underdog anderen Gehorsam leisten und ihre eigene Qualität missachten und missbrauchen und ihre eigene Macht. Diese Welt ist mein Heim. Die Menschen, die Pflanzen und die Tiere sind meine Familie. Die Liebe und die Musik sind mein Lebenselixier. Und der Tod ist meine Muse, meine Inspiration. Die löse ich auf, die gehört zu mir. Ich wünsche allen Lebensfreude und glücklich sein und Gesundheit. Ahoi! Ahoi! Ich heiße Thomas und ich möchte euch auf die Lage in der Ukraine eure Aufmerksamkeit lenken. Das sind Menschen, das sind ebenfalls Menschen, die man nicht einfach als Separatisten bezeichnen kann, die man nicht einfach mit der militärischen Macht der ukrainischen Regierung bekämpfen kann. Jetzt Interkontinentalrakete ist eingeschlagen und hat eine chemische Fabrik vernichtet. Man hat diesen eklatanten Bruch des Waffenstillstandes nicht in der weiten Öffentlichkeit skandalisiert, sondern man hat ihn stillschweigend hingenommen. Ich möchte nochmal auch sagen,
dass die Menschen in der Ukraine nicht ständig diese Angriffe von Seiten des Militärs standhalten können. Sie müssen unterstützt werden von uns mit wirtschaftlichen Mitteln. Und so, das möchte ich einfach nur zu dem Zustand in der Ukraine sagen. Jetzt möchte ich noch etwas zu Putin sagen. Ich bin von Herkunft Amerikaner. Also ich habe gelernt, die Musik und die anderen Dinge, die uns nach dem Kriege gezeigt wurden, waren großartig und mitreißend. Aber seit dem 11. September kenne ich Amerika nicht wieder. Es ist ein Imperium geworden, was rücksichtslos sich durchsetzt. Und Putin hat eine großartige Rede gehalten vor einem russischen Think Tank. Die Rede ist noch nicht aufs Deutsche übersetzt worden, aber sie ist Englisch mit englischen Untertiteln oder Englisch übersetzt worden. Ich kann diese Rede nur empfehlen und ich sage, der russische Präsident ist derjenige, von dem alles abhängt, der jetzt noch an dem hängt, der Frieden der Welt wie an einem seidenen Faden. Und ich möchte euch diesen Mann empfehlen als jemand, der den Frieden gerne herbeiführen möchte bzw. aufrechterhalten möchte. Dankeschön.